Fasse den Term so weit wie möglich zusammen. 5x minus Klammer auf 3x mal 5 minus 10x hoch 2 Klammer zu. Beim Zusammenfassen von Termen muss man auf die Rechenregeln Acht geben, und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens Klammern auflösen. Zweitens Potenzen berechnen oder vereinfachen, also die Hochzahlen. Drittens die Punktrechnungen durchführen, also mal und geteilt. Und viertens zum Schluss die Strichrechnungen, also Plus und Minus. Wir schauen uns den Term an und gehen diese Punkte Schritt für Schritt durch. Also Schritt 1, Klammern auflösen. Wir sehen, dass wir hier eine recht große Klammer haben. Um diese Klammer aufzulösen, müssen wir erst das vereinfachen, was innerhalb der Klammer steht. Also wir schreiben erst einmal alles ab, was nichts mit der Klammer zu tun hat. So, und gehen jetzt an das Vereinfachen der Klammer. Dafür nehmen wir auch unsere Liste hier rechts wieder zu Hilfe, indem wir sagen, wir gucken erst, ob man Potenzen darin vereinfachen kann. Die einzigste Potenz ist hier bei x hoch 2, aber da diese hoch 2 nur über dem x steht, können wir hier nichts weiter berechnen oder vereinfachen. Dann gibt es eine Punktrechnung, also mal oder geteilt. Ja, tatsächlich heißt es 3x mal 5, also diesen Teil können wir zusammenfassen. Wir multiplizieren Terme, indem wir die Zahlfaktoren multiplizieren, also 3 mal 5, das sind 15, und zum Schluss noch die Variablen zusammenfassen. Nur in dem Fall haben wir nur ein x dastehen, also sind wir hier recht schnell fertig. So, und den zweiten Teil, den schreiben wir einfach ab. So, jetzt müssen wir noch gucken, ob wir diese Klammer noch weiter vereinfachen können über die Strichrechnung, also kann man rechnen, 15x minus 10x². Da muss man über Addition und Subtraktion von Termen Bescheid wissen, wenn Variablen dabei sind. Da heißt es nämlich, Terme dürfen nur dann addiert und subtrahiert werden, wenn sie gleichartig sind. Und das bedeutet, wenn die Variablen gleich sind. Hier haben wir die Variable x und hier haben wir die Variable x². Diese beiden Variablen sind nicht gleich. Das heißt, diesen Teil können wir nicht weiter vereinfachen. So, wir sind aber immer noch beim Punkt Klammern auflösen. Diese Klammer muss noch irgendwie aufgelöst werden. Abermals bedienen wir uns dieser Liste und schauen nach, was ist es denn für eine Klammer? Steht bei der Klammer eine Potenz dabei? Nö, hier steht nichts. Steht bei der Klammer eine Punktrechnung dabei? Nein, links steht ein Minus und rechts steht gar nichts. Steht bei der Klammer ein Plus oder ein Minus links daneben? Ja, in diesem Fall haben wir ein Minus links von der Klammer. Damit heißt es, das ist eine Minusklammer. Und Minusklammern lösen wir auf, indem wir das Minus und die Klammern weglassen und die Vorzeichen aller Summanden in der Klammer umdrehen. Also, den ersten Teil schreiben wir nochmal ganz normal ab, weil das hat ja noch gar nichts mit der Klammer zu tun. So, und jetzt Vorzeichen umdrehen. Aus plus 15x wird minus 15x und aus minus 10x² werden plus 10x². So, damit sind die Klammern jetzt endlich aufgelöst und wir können in unseren Schritten weitergehen. So, zweiter Schritt, Potenzen vereinfachen. Haben wir irgendwo Potenzen drin, bei x hoch 2, das ist noch das von oben, diese hoch 2 steht wieder nur über der Variable, das heißt, hier können wir weder was berechnen noch vereinfachen, also können wir weitergehen. Dritter Schritt, Punktrechnung. In diesem Teil haben wir auch keine Punktrechnung mit drin, also können wir diesen Schritt auch überspringen. Vierter Schritt, wieder Strichrechnung. Ja, wir müssen da überprüfen, können wir mit Hilfe von Plus oder Minus etwas zusammenfassen. Das geht ja nur, wenn die Variable gleich ist. Also schauen wir nach. Hier haben wir 5x und beim nächsten Teil haben wir wieder als Variable x, also diese beiden Terme dürfen wir zusammenfassen. Und der letzte Teil hat als Variable x². Das ist eine andere Variable wegen diesem Quadrat. Also das dürfen wir nicht zusammenzählen. So, also bleibt übrig 5x minus 15x. Ja, 5 minus 15 sind minus 10. Und die Variable behalten wir bei der Addition und Subtraktion. Und dann kommt noch der Teil hinten dran. Und das können wir jetzt noch sortieren, indem wir mit den höheren Potenzen anfangen.
als 10x² minus 10x. Damit haben wir den Term vollständig vereinfacht oder zusammengefasst.